Peking könnte die erste Hauptstadt sein, in der Benzin- und Dieselautos verboten werden. In der für ihren Smog bekannten Metropole sind für die Zukunft eher Elektroantriebe angesagt. 700.000 abgasfreie Autos wurden in China dieses Jahr verkauft, 50% mehr als im Vorjahr. Der Verkauf von Elektroautos läuft hervorragend. Wir sind in einer Situation, in der die Nachfrage stärker ist als das Angebot. Und das gilt besonders für Peking. Bei den Neuwagen sind Elektroautos hier inzwischen in der Mehrheit. In der chinesischen Hauptstadt ist die Zulassung von Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor so gut wie unmöglich geworden. Außerdem sind E-Autos dank Zuschüssen und Ermäßigungen bis zu 30% günstiger. Bei dieser Automesse ist die Auswahl an Elektroautos groß, ebenso wie das Interesse der Kunden. Viele wollen die Gelegenheit nutzen, bevor die Zuschüsse 2019 auslaufen. Dieses Jahr verkaufen wir vor allem Autos, die eine Reichweite von 250 bis 400 Kilometern pro Akkuladung haben, was für fast eine ganze Woche genügt. Das Interesse der Kunden daran ist größer als an den älteren Modellen. Etwa 100 neue chinesische E-Automarken gibt es inzwischen. Ziel der Regierung ist es nicht nur, gegen die Umweltverschmutzung anzukämpfen, sondern auch hiesige Hersteller zu unterstützen, damit sie den westlichen Marken Konkurrenz machen können. China hat hier sicherlich etwas Vorsprung, aber die Europäer haben im Grunde auch keine anderen Ambitionen oder Visionen. Nur die Mittel oder Methoden, die China hier einsetzt, sind etwas imposanter als unsere. Tatsächlich versuchen die Europäer, ihren Rückstand aufzuholen. Renault und Volkswagen wollen dieses Jahr in China mehrere E-Automodelle auf den Markt bringen. Der US-Konzern Ford hofft bis 2020, hier 70% abgasfreie Autos zu verkaufen. Die Chinesen scheinen die Konkurrenz nicht zu fürchten. Ich mache mir keine Sorgen um die chinesischen Marken. Ganz im Gegenteil. Konkurrenz belebt das Geschäft. China verfügt über einen großen Vorteil, seine Lieferketten. Insbesondere was die Herstellung der Batterien angeht. Ab 2019 sind chinesische wie auch ausländische Automarken verpflichtet, mindestens 10% E-Autos zu verkaufen. Aber einen Haken hat das Ganze trotzdem noch. 60% des chinesischen Stroms wird aus Kohle erzeugt, dem schmutzigsten Energielieferanten überhaupt.